So, ah, du hast den Film. Oh. Mann, ist das schwer heute. Helmut. Immer am Anfang. Ja. Ich brauche immer 20 Kilometer mindestens. Ja? Bis ich warm werde. Dann müssen wir die Etappen ja auf 170 Kilometer verlängern. Hm? Dann müssen wir die Etappen auf 170 Kilometer verlängern. Na, 180, dann brauchen wir 30, so. Dann noch viel besser. Dann machen wir das. Was sagst du denn dazu? Ja, ich finde das auch gut. Und du, Adi? Dass wir endlich am Rhein sind. Genau. Ja. Guck mal, der da. Der muss sich erst mal die Schultern hier ein bisschen locker machen hier. Und wie sagt der Berliner, ich freue mich auch. Alle Deutschen. Helmut, fahr mal bitte rechts rüber. Rechts. Du hast doch jetzt was gegessen und getrunken. Ja. Und Rad gefahren bist du auch schon über 40 Kilometer. Ja. Wie geht's dir denn so jetzt? Mir geht's blendend, weil alles andere wäre gelogen. Und die Currywurst, die war hervorragend. Also die Frau Berliner, die hätte dich besser machen können. Oh ja. Auch der Kaffee war sehr gut jetzt da. Ich habe den noch verfeinert mit Milch und Zucker. Und ich denke mal, euer Radler, der war auch so in der Richtung. Ja. Kann ich nur bestätigen. War gut. Vor uns hier den Mann mit der Pfeife. Ja, zeig doch mal das Teil, was du da Helmut. Oh ja. Mensch. Helmut, wie geht's dir? Hervorragend, wie am Mehringdamm bei Curry 36, weil bei, also das war immer schon mein Wunsch, am deutschen Eck hier eine deutsche Currywurst zu essen mit französischem Bonfritz hier. Ja. Hattest du auch was getrunken, oder? Ja, der Kaffee war besser wie meiner zu Hause. Ach, okay. Lass es nicht deine Frau haben. Ja, den mache ich gerne mal zu Hause. Ach, du bist das, ja, dann ist ja gut. Wie läuft es bei dir? Ja, soweit ganz gut. Es war nur ein bisschen irritierend, dass hier unsere Bundesstraße dann zeitweise immer zur Autostraße wurde und wir abbiegen mussten. Und schade ist halt auch, dass wir Fahrer nicht gefunden haben. Aber hier am deutschen Eck, das gefällt mir gut. Naja, also was Fahrer betrifft, müssen wir sagen, wir haben ihn nicht gefunden, weil er nicht an dem verarbeiteten Ort war. Ja, also nicht, weil wir zu blöd waren. Aber wir lassen uns die Laune nicht verderben. So machen wir das. Und genießen das schöne Wetter. Jawohl. Wir sind ja heute hier von Dietz nach Koblenz gefahren. Ja. Was sagst du dazu? Also ich muss sagen, war hervorragend. Über die Dörfer und Ortschaften gefahren. War natürlich auch was ein Highlight dabei mit Bergauf und Bergab. Und ich sage, beim Bergab war immer ein Dessert dabei mit einer hohen Geschwindigkeit, was meine Welt ist. Abfahrt. Ansonsten selbst, jawohl, die Abfahrt.
Ansonsten selbst hier, ja, Koblenz, auch wieder ein Highlight für uns, was wir so sehen. Direkt am Rhein, Mosel, Zusammenführung, toll. Also mehr kann man nicht sagen. Und die restlichen Tafel bringen wir auch noch so, dass uns alle gefallen wird. Mit Sicherheit natürlich. Da ist was vor. War eine schöne Reise. Lieber Lothar, wir sind heute von Limburg losgefahren, beziehungsweise von Dietz. Und wie hat dir die Strecke bisher gefallen? Jetzt sitzen wir hier am Deutschen Eck. Ja. Und haben das Herz am rechten Fleck. So ist es. Jetzt bist du dran. Und wir haben ja jetzt schon gute 40 Kilometer runter, ja? Aber noch ungefähr noch 110, 115 vor uns. Ach, das geht ja noch. Ja, aber diejenigen, die nicht über den Berg fahren, um nach Bernkastel-Kues zu kommen, die fahren die große Schleife. Da kommen noch mal vielleicht 10, 12 Kilometer dazu. Aber die ist eben. Es ist wohl wahr, aber die Strecke muss so oder so bewältigt werden. Ne? Aber eben darum fahren wir eben rum. Genau so ist das. Ich würde sagen, wir bleiben. Da wir heute mal durch den Westerwald gefahren sind, fällt mir ein Spruch ein. Ohne Mann im Westerwald wird die Frau auch schnell kalt. Stimmt. Der Wein, der schmeckt auf Schiefer. Das schmeckt.